Parallelschaltung von Widerständen. Parallelschaltungen kommen in der Praxis als Elektrotechniker sehr, sehr häufig vor. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, im Netz, bei Leuchtmitteln, bei Beleuchtungsanlagen, Heizspiralen vom Warmwasserbereites und so weiter kommen immer wieder Parallelschaltungen vor. Wir sehen es auch hier in einem Bild. Das heißt, alle Verbraucher haben die gleiche Spannung und dementsprechend spricht man von einer Parallelschaltung. Schauen wir uns die Schaltung einmal an. Jeder Verbraucher liegt an der gleichen Spannung. Das heißt, die Spannung, die hier anliegt und die Spannung hier und die Spannung hier ist immer die gleiche. Die Ströme I1 fließen hier, I2 hier und I3 hier. Und alle vereinigen sich hier in Zuleitung. Das heißt, hier haben wir den Gesamtstrom. Die Ströme kommen hier unten wieder zusammen. Das sieht man hier. Und dementsprechend haben wir auch hier wieder den Gesamtstrom. Zu den Regeln. Die Spannung ist überall die gleiche. U1 ist gleich U2 ist gleich U3 ist gleich U. Der Strom, die Summe der Ströme ergibt den Gesamtstrom. Das heißt, I1 plus I2 plus I3 ergibt den Gesamtstrom I. Dazwischen haben wir Knotenpunkte. Hier haben wir den Strom I2, 3. Das ist ein Knotenpunkt und das ist ein Knotenpunkt. Das heißt, der Strom teilt sich hier auf und da unten kommt in diesen Knotenpunkten wieder zusammen. Bei der Parallelschaltung verhalten sich die Teilströme umgekehrt wie die Teilwiderstände. Das heißt, am kleinsten Widerstand fließt der größte Strom. Am größten Widerstand fließt der kleinste Strom. Der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung ist stets kleiner als jeder Teilwiderstand. Wir können das über das Ohmsche Gesetz berechnen. Wenn wir aber den Gesamtwiderstand berechnen, bedienen wir uns der Leitwerte. Leitwerte ist der Kehrwert vom Widerstand. Das heißt, G ist gleich 1 durch R oder umgekehrt, RG ist gleich 1 durch GG. Damit können wir die Widerstände oder die Leitwerte zusammenstellen, weil GG ist das da, G1 ist das, G2 ist das und G3 ist das und damit können wir das zusammenzählen, wie es da oben ersichtlich ist. Merkt euch, der Gesamtwiderstand muss immer kleiner sein wie der kleinste Teilwiderstand. Ganz eine einfache Kontrolle. Diese Formel hier gilt noch für zwei Widerstände, allerdings nur für zwei Widerstände. Am Schaltbild erkennen wir R1, R2 und dann haben wir wieder unseren RG. Das kennen wir schon aus der Serienschaltung. Übungsbeispiele zur Parallelschaltung. Ich gehe davon aus, in der ersten Klasse habt ihr das durchgemacht. Wer es noch nicht gemacht hat, für Trainingszwecke bitte durchmachen. Einfach die Schaltungen genau anschauen und versuchen zu lösen. Ist eine Zusatzaufgabe bzw. ein Training, das nie schaden kann. Zusammengefasst schaut es folgendermaßen aus. Wir behandeln die Parallelschaltung. Das heißt, eine einfache Schaltung mit zwei Widerständen R1 und R2. Wir haben I gesamt, wir haben einen I1 und einen I2. Und hier haben wir einen Knotenpunkt. Der I2 darunter, der I1 und wir sehen, der Gesamtstrom ist die Summe von diesen beiden. Auch das steht hier. Knotenpunkt, Summe aller Ströme ist der Gesamtstrom. Wenn wir den Gesamtstrom uns anschauen, dann ist das der U-Gesamt durch der R-Gesamt. Und der I1 ist U-Gesamt durch R1 und I ist U-Gesamt durch R2. Wichtig wieder, dass wir hier R1 und R2 nehmen, sonst stimmt die Rechnung nicht. Die Spannung ist überall die gleiche. Die Leitwerte können wir addieren, dementsprechend auch die Kehrwerte der Leitwerte, in dem Fall der Widerstände. Und das haben wir hinten auch schon, also im Buch bereits angeschaut. Immer den Kehrwert bilden. Das ist ganz wichtig. Der Gesamtwiderstand ist immer kleiner als der kleinste Teilwiderstand. Ganz wichtig als Merktext. Das Proportionalitätsgesetz, das heißt ausgehend immer von beide Widerstände haben die gleiche Spannung. R1 mal I1 ist U1, R2 mal I2 ist U2. Jetzt nochmal ein bisschen Formel umwandeln. Wir bringen das R2 auf die andere Seite, das haben wir jetzt da. Das I2 bleibt jetzt alleinig, dann durch I1 und schon steht hier die Formel R1 zu R2 ist gleich I2 zu I1. Und das Ganze ist umgekehrt proportional.
Das besagt, am größeren Widerstand fließt der kleinere Strom und am kleineren Widerstand der größere Strom. Das ist eine ganz wichtige Sache, bitte merken. Das steht auch hier ganz schön. Die Leistungen, ganz gleich wie bei der Serienschaltung, können addiert werden. Ich habe mir erlaubt, alle Formeln wieder für die Leistungen daher zu schreiben. Entweder U mal I, Gesamt, oder U mal I1 oder mal U mal I2. Wir sehen, beim U steht nichts dabei, beim I immer den Index dazu schreiben. Das sind ja unterschiedliche Ströme. Oder I Quadrat mal R Gesamt oder I1 zum Quadrat plus I2 zum Quadrat mal R2 mal R1. Oder die Formel U Quadrat durch R, der Ordnungshalber auch noch hier. Immer bedenken, die Index hinschreiben, das sind nämlich unterschiedliche Widerstände. Ein Beispiel, ganz gleiches Beispiel wie bei der Serienschaltung. Wir haben eine Gesamtspannung von 120 Volt, 10, 20 und 30 Ohm. Das schauen wir uns an, wie sich das verhält. Die Spannung überall die gleiche, ist bekannt. I1, also gefragt grundsätzlich, habe ich gar nicht gesagt, alle Spannungen, alle Ströme, alle Leistungen. Ein kleiner Schmunzler, alle Spannungen, ist relativ einfach. Wir haben ja nur eine Spannung. Also bitte nicht hineinfallen und unterschiedliche Spannungen ausrechnen. Es gibt nur eine Spannung. Bei alle Ströme, I1, U durch R1 oder U2, also U durch R2 oder U durch R3. 12, 6 und 4 Ampere, wir sehen schon, am kleinsten Widerstand fließt der größte Strom. Am größten Widerstand fließt der kleinste Strom. Umgekehrt proportional. Der Gesamtstrom, 22 Ampere, ist die Summe. Eine Kontrolle wird immer wieder gemacht, dementsprechend über die Leitwerte. Wir rechnen R Gesamt aus. Diese Formel ist euch sicher bekannt. Dementsprechend auch das Ergebnis mit 5,45. Bitte diesen Wert nicht nur so hinschreiben, sondern in den Speicher hineinnehmen vom Taschenrechner, ansonsten wird das Ergebnis ungenau. Lassen wir den gesamten Wert, der rauskommt, im Speicher, dann kommt hier logischerweise auch der gleiche Wert heraus. Ansonsten gibt es Rundungsdifferenzen. Also bitte, solltet ihr noch nicht ganz genau wissen, wie das Speichern vom Taschenrechner geht, bitte nachschauen. Das ist wichtig in der Anleitung des Taschenrechners. Die Leistungen dazu, P1, ich habe mir erlaubt, alle drei Formeln, die möglich sind, herzuschreiben, also U mal I oder U Quadrat durch R oder I Quadrat mal R, die Werte eingesetzt und jedes Mal kommt das gleiche heraus, 1440. Wir sehen schon, am kleinsten Widerstand haben wir sehr große Leistung. P2, jetzt habe ich nochmal eine Formel genommen, 720 Watt, P3, 480 Watt. Die Summe der Leistungen ergibt die Gesamtleistung, haben wir gesagt, dementsprechend 2640 Watt. Wie gesagt, kleinster Widerstand, größte Leistung, großer Widerstand, kleinste Leistung. Die Kontrolle, B Gesamt ist U Gesamt mal I Gesamt, 120 mal 22 Ampere, 2640, das ist das gleiche wie da oben. Das war das Musterbeispiel. Ein zweites Beispiel bitte noch einmal rechnen mit den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie vorher. Wieder die Serienschaltung. Wir haben R1 mit 40 Ohm, R2 mit 40 Ohm und R3 mit 80 Ohm. Wir legen das an eine Spannung von 80 Volt. Alle Spannungen, alle Ströme, alle Leitwerte und alle Leistungen berechnen. Und machen Sie für alle Ergebnisse der Ihr rechnet von den Summenergebnissen immer eine Kontrolle. Solltet ihr noch Fragen zu diesem Beispiel oder zu dieser Übung haben, wisst ihr, wie Sie mich erreichen könnt. Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen beim Lösen der Beispiele zur Parallelschaltung.